Ich heiße euch willkommen zum Wutsch-PC und in diesem Video geht es auf jeden Fall weiter mit dem Projekt. Falls ihr euch erinnert, vor anderthalb Monaten habe ich ja dieses Kästchen hier gebaut mit handgemachten Schwalbenschwanzverbindungen. Es hat gut funktioniert und ich habe ja gesagt, ein Teil fehlt. Da kommt was ganz Spezielles oben drauf als Deckel, als Oberteil. Und das machen wir jetzt in diesem Video. Also, ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Was ist das ganz Spezielle? Ihr habt es wahrscheinlich im Titel schon gelesen und zwar geht es um Kumiko. Kumiko ist eine japanische Art, kleine Hölzchen aneinander zu setzen, ohne jegliche Art von Schrauben, Nägeln oder irgendwas Metallisches. Das ist eine sehr, sehr alte Technik, wird in Japan oft verwendet, um irgendwelche Trennwände, zum Beispiel in Häusern, zu gestalten. Das ist eine Art, ich würde sagen, das ist eine Art Dekoration. Ich werde das Kumiko jetzt einsetzen für den Deckel von meinem Kästchen und ihr müsst wissen, bei Kumiko ist das so, es gibt wirklich viele, viele verschiedene Sorten von Kumiko-Figuren, die man mit diesen Holzstäbchen zusammensetzen kann. Wir fangen jetzt ganz einfach an, indem ich euch einfach zeige, was für Vorrichtungen man braucht, um überhaupt diese Kumiko-Figuren herzustellen. Also, ich habe mir drei von diesen Vorrichtungen schon zersägt. Das war jetzt ziemlich einfach. Ich habe das nicht aufgenommen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Aber prinzipiell ist das nicht viel. Ich zoome euch einmal hier runter und zeige euch alles Mögliche, was ihr wissen müsst. Wie ihr hier seht, habe ich schon drei Stück von einem Kantholz mir in einem bestimmten Winkel hier zusammengesägt. Und warum habe ich das gemacht? Beim Kumiko ist das so, um diese Stäbchen aneinander zu legen und verschiedene Formen zu bilden, ist es wichtig, dass die Enden in bestimmten Winkeln sind. Insgesamt braucht man drei Winkel, um prinzipiell alle Kumiko-Figuren herzustellen, die es so gibt. Das habe ich jetzt hier gemacht. Und zwar seht ihr hier, als erstes habe ich an der Kappsäge, das ist jetzt einfach ein 44x44 Kantholz, dieses habe ich an der Kappsäge gelegt und genau im 22,5 Grad Winkel gesägt. Das hier, das zweite Stück, ist genau im 45 Grad Winkel. Und das dritte Stück ist genau im 67,5 Grad Winkel. Wie ihr seht, drei Winkel, jeweils 22,5 Grad Unterschied und mit diesen drei Vorrichtungen könnt ihr alles machen. Ich bin aber mit diesen drei Vorrichtungen noch nicht fertig und zwar fehlt mir hier vorne, da werde ich jetzt gleich noch eine Nut reinfräsen, damit ich diese Stäbchen reinlegen kann und dann seht ihr, wie man diese Winkel genau bearbeiten kann. Hier sind die fertigen drei Vorrichtungen mit den verschiedenen Winkeln, 22,5, 45 Grad und 67,5 Grad. Ich habe jetzt hier noch ein Loch reingebohrt und hier so eine Eindrehmuffe reingedreht. Die Eindrehmuffe ist dazu da, damit ich so ein kleines Klötzchen mit einem Langloch hier reinpacken kann und natürlich auch festschrauben kann. Dieses Langloch habe ich mit einem Domino gemacht. Ihr könnt das natürlich machen, wie ihr das wollt, aber prinzipiell ist das dazu da, hier einmal festzuschrauben und dann kann man die jeweilige Länge bestimmen. Hier kommen ja die kleinen Leisten rein, die kleinen Brettchen, woraus Kumiko besteht, das habe ich ja vorher gesagt. Und um nicht immer jedes Mal nachmessen zu müssen, wenn man 20 davon herstellen muss, packt man das auf die jeweilige gewünschte Länge und dann hat man einen festen Wert, dann braucht man nichts mehr verstellen. Und das habe ich natürlich für alle drei Winkel gemacht. Wo wir schon bei den kleinen Brettchen sind, ihr seht ja hier, ich habe ja drei schon an der Tischkreissäge fertig gemacht. Das habe ich aus diesem Stück Ahorn gemacht. Das ist jetzt 8 mm dick. Ich habe mir das schon vorbestellt, das ist vorgehobelt. Ich habe ja keinen abrichtdicken Hobel, deswegen musste ich mir sowas schon vorgehobeltes bestellen. Und daraus habe ich mir jetzt einfach diese drei Streifen rausgeschnitten. Die Streifen werden ungefähr 2,8 mm dick, genauso dick wie mein Sägeblatt. Ich habe jetzt ungefähr gesägt, das sind jetzt circa 3,5 mm, aber ist ja nicht schlimm. Die ganzen Brettchen, die ich zersägt habe, die müssen wir jetzt natürlich auf die richtige Dicke hobeln. Und wie machen wir das? Selbstverständlich mit dieser Vorrichtung, die ich damals gemacht habe. Wenn euch das Video interessiert, hier einmal verlinkt.
Ich zersäge jetzt einfach diese drei Leisten in kleinere Stücke, zum Beispiel 30 cm. Und dann kann ich die hier komplett auf Dicke hobeln. Ich habe vorher schon eine kleine Leiste gesägt, natürlich auch aus dem gleichen Holz hier. Und das hat jetzt die genaue Dicke. Und mit dieser Leiste stelle ich dann die Dicke hierfür ein, für diese Vorrichtung. Ich habe jetzt hier 8 Leisten zusammengesägt. Die sind alle jetzt auf die gleiche Länge gesägt und auf die gleiche Dicke gehobelt. Außerdem habe ich bei einem schon Markierungen gesetzt, weil wir müssen ja diese Stäbchen zu einem Raster zusammensetzen. Das ist so eine Art kleine Überblattung. Und diese Überblattung mache ich natürlich dann mit der Säge. Deswegen habe ich auch die Dicke der jeweiligen Leisten so gewählt, dass das der Dicke von dem Sägeblatt entspricht. Ich werde das jetzt hier mit dem Schiebeschlitten zusammen und natürlich hier hinten, nicht vergessen, ein Stück Holz, damit ihr keinen Ausriss habt, werde ich das alles passig sägen, jeweils an der Markierung, und dann setzen wir das Ganze zusammen. Die Leisten sind fertig und jetzt können wir einmal dieses Rastermaß aufbauen. Wie ihr seht, das Raster ist jetzt aufgebaut. Ich habe es jetzt nicht komplett bis unten durchgedrückt, weil ich werde das noch zusammenkleben. Das war jetzt nur ein Testversuch, ob das alles klappt. Aber das sieht auf jeden Fall gut aus. Und jetzt heißt es, diese Quadrate hier auszufüllen. Diese Quadrate werden natürlich auch mit diesen kleinen Brettchen ausgefüllt, in verschiedensten Winkeln. Dafür habe ich ja eben diese Vorrichtungen gebaut. Und beim Kumiko ist das so, es gibt so viele Figuren. Ich werde die eine Figur, die heißt Asanoha, die werde ich jetzt hier verbauen. Aber wie gesagt, es gibt zahlreiche Figuren. Ich werde jetzt diese nehmen, das ist so eine Standardfigur. Und ich glaube, für den Anfang, um überhaupt reinzukommen in das Kumiko, reicht das vollkommen aus. Ich habe ja gesagt, wir machen das auch mit diesen kleinen Stäbchen. Und dazu habe ich mir jetzt schon mal die 45 Grad Vorrichtung geholt. Ich habe ein ganzes Stäbchen, das ist jetzt ungefähr 25 cm lang. Ist unwichtig, wie lang es ist. Als erstes machen wir den ersten Winkel rein. Und zwar von beiden Seiten. Man legt das Stäbchen hier rein, drückt dagegen und dann führt man einfach das Stechbeitel, das ist ja 45 Grad, also führt man das einfach hier an diesem 45 Grad und bringt einen Winkel komplett hier in die Ecke des Stäbchens rein. Einen Winkel haben wir schon reingebracht, jetzt drehen wir das Ganze um und bringen den zweiten 45 Grad Winkel rein.
Dann schnappen wir uns unser Raster und die Diagonale wird jetzt das erste Stück sein. Das heißt, in alle 8 von diesen Quadraten kommt jetzt eine komplett diagonal rein. Beides natürlich im 45-Grad-Winkel, damit das hier reinpasst. Und jetzt legt man das einfach beiseite, bestimmt ungefähr die Länge. Ungefähr, ich sag mal, hier. So, markiert ist es. Jetzt sägen wir das Stück ab. Und bringen einen weiteren 45 Grad an beide Seiten an dieses kleine Stück dran. Es gibt eine andere Methode, ihr braucht das nicht mit dem Stechbeitel machen. Wenn ihr damit nicht klarkommt, könnt ihr das auch mit dem Hobel machen. Jetzt machen wir Folgendes, wir nehmen das Stück und testen es, ob es hier reinpasst. Passt noch nicht, da muss noch ein kleines Stück abgenommen werden. Ihr braucht das natürlich nur bei einem Quadrat auszuprobieren. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sind die anderen komplett identisch. So, hier passt es nicht. Also kommt jetzt das Teil wieder rein und jetzt kommt unser schöner Stopper hier rein. Okay, der passt jetzt. Oh, perfekt, der geht super rein. Also wenn er zu leicht reingeht, dann habt ihr was falsch gemacht. Wenn er zu schwer reingeht, ist das kein Problem, das kann man immer nachkorrigieren. Aber er sollte auf jeden Fall mit ein bisschen Widerstand reingehen. Super, und jetzt nur noch 7 weitere. Ich habe mich so gefreut, dass das alles gut funktioniert hat, bis ich festgestellt habe, wie ihr hier sehen könnt, die beiden gegenüberliegenden hier sind falsch aufgebaut. Normalerweise bei Kumiko ist das so, diese 4 gelten als ein Muster, von daher habe ich hier 2 Muster. Und wenn ihr das seht, ich habe jetzt alle Diagonalen gleich aufgebaut, das ist natürlich falsch. Diese hier, die beiden, die müssen normalerweise so stehen. Das ist jetzt natürlich blöd gelaufen, ich muss das jetzt auch irgendwie auseinandernehmen, ohne es kaputt zu machen. Wenn ich es kaputt mache, dann drehe ich durch. So muss das aussehen, Leute. Ich habe es jetzt geschafft, die beiden zu entfernen jeweils. Es war kein Problem mit dem Cuttermesser dazwischen und dann war alles gut. Zum Glück. Jetzt geht es natürlich weiter. Jetzt fehlt uns ein kleines Muster. Der letzte Aufbau besteht aus 3 Holzstückchen. Einmal diesem Stück, dann dem gleichen Stück, nur auf der anderen Seite. Das kommt dann hier zusammen. Und jetzt hat man noch ein drittes, was das Ganze straff hält. Das kommt dann hier in die Ecke und da in die Ecke. So sieht das jetzt aus. Ich werde das jetzt auch nicht reindrücken, sonst kriege ich später kaum raus. Aber ich erkläre euch jetzt erstmal, wie die ganzen funktionieren. Also, die längeren sind folgendermaßen aufgebaut. Wir haben hier einen Winkel von 67,5 Grad an beiden Seiten. Und auf der anderen Seite sind beide Seiten mit 22,5 Grad gehobelt. Bei dem zweiten Teil genauso, das ist genau das gleiche Teil. Und das kleinere Stück, das ist von beiden Seiten links und rechts, oben und unten mit 45 Grad gehobelt. Alle 3 Vorrichtungen sind schon mal hier. Die 45 Grad, die packe ich erstmal weg. Das ist für die kleinen Teile. Von daher, ich starte jetzt erstmal mit 67,5 Grad, gehe dann rüber zu 22,5. Und ich habe ja eben gesagt, mit dem Stechbeitel kann man das machen oder mit dem Handhobel. Ich empfehle euch definitiv den Handhobel. Das geht 1000-mal schneller und viel einfacher.
Es ist Zeit, jetzt die letzten Muster aufzubringen. Das sind ja diese drei Stück, die ich eben gezeigt habe. Die kommen jetzt hier rein. Ich habe die jetzt so weit verteilt, dass das jetzt hier reinpasst. Ich musste immer so ein kleines Stück nur abnehmen, damit das perfekt reinpasst. Und wie macht man das? Ein bisschen Holzleim hier drauf, irgendwo drauf. Ganz wenig, man braucht ja nicht viel dafür. Wie ihr seht, ganz wenig. Dann so ein kleines Holzstäbchen. Einfach ein bisschen reintauchen. Und dann nur eine Ecke ein bisschen mit diesem Holzleim auftragen. Das war's schon. Das ist nicht viel. Und dann reinschieben. Dasselbe natürlich mit der anderen Seite. Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht, Leute. Wir sind jetzt fertig. Die Kumiko-Figuren sind fertig. Sie sehen gut aus. Ich muss noch ein paar Unebenheiten wegmachen mit Schleifpapier und so weiter. Aber prinzipiell, es sieht wirklich gut aus. Ich bin wirklich zufrieden. Ich habe mir schon lange überlegt, wann ich das endlich starten werde, das Projekt. Und jetzt habe ich es endlich geschafft. Und ich bin auf jeden Fall überzeugt, dass das nächste Projekt, es wird ein größeres Projekt. Das kommt aber irgendwann Mitte des Jahres, denke ich, auch mit Kumiko. Ich bin auf jeden Fall der Meinung, das wird ein richtig cooles Projekt. Und jetzt habe ich festgestellt, ich kann das und es klappt wirklich gut. Ich habe die Kumiko-Figur schon hier drauf gepackt. Das ist ja für meine kleine Box als Deckel. Ich werde das auf jeden Fall noch ein bisschen schöner machen. Ich werde da jetzt kein Video draus machen, sondern ich werde einfach die Schritte und das Ergebnis bei Instagram mal posten. Dann seht ihr das dort. Von daher, wenn ihr mir auf Instagram nicht folgt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Dann seht ihr das Ergebnis von dieser Box und natürlich weitere Sachen, die ich nebenbei so poste. Leute, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns auf jeden Fall zum nächsten Projekt wieder.